Es ist ein großer Kinderspielplatz. Big Toys for Big Boys, würde ich da schön sagen. Ja, es ist ein Experimentierfeld und ich habe auch die Freiheit des Kunden, dass ich das tun kann, weil er über die Jahre einfach gelernt hat, dass wir hier keinen Scheiß machen, sondern dass wir das Beste geben, was wir können und dementsprechend auch das Beste für die Leute haben. Und die Feedbacks sprechen da eigentlich eine eigene Sprache. Ja. Ja, in 2009 waren wir das erste Mal hier und haben mit einem kleineren Setup angefangen. Damals waren es noch 3500 Leute hier auf dem Platz. Heute sind wir das fünfte Mal hier und wir erwarten ca. 15.000 Leute. Es hat sich also in den letzten Jahren viel getan und das freut uns. Ja. Die Klientel, die hier vor Ort sein wird, steht auf geilen Sound und nicht auf Lautstärke. Und das ist das Ziel, was wir hier verfolgen. Wir wollen einen guten Sound liefern. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder verfeinert und jedes Jahr versuche ich, die Latte noch höher zu hängen. Also grundsätzlich reden wir hier von Goa-Musik. Das ist sehr basslastig. Viele Dinge sind sehr gut produziert. Viele DJs legen sehr viel Wert auf gut produzierte Musik. Das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Systeme diese Qualität auch wiedergeben können. Über die Jahre hat sich gezeigt, dass die Wahl mit Kling- und Freitagssequenz absolut die richtige ist, um diesen Qualitätsstandard zu halten. Und es wird sehr viel gesprochen über die Systeme, die wir hier bauen, auch in Foren nach der Veranstaltung und vor den Veranstaltungen. Und es hat auch viele gegeben, die andere Systeme angeboten haben für bedeutend weniger Geld und der Kunde sich trotzdem für die Qualität entschieden hat. Und das freut mich natürlich, ja. Wir haben hier zwei Hangs an 19 Sequenzer 10. Wir haben oben 9 Sequenzer N mit 77 Grad und unten 10 Sequenzer W mit 100 Grad eingebaut. Relativ gerade geflogen, wie man sieht, um den maximalen Output rauszubekommen. Es hat sich über die Jahre gezeigt, wir haben viel ausprobiert, dass das hier mit Abstand die beste Variante ist. Und wir werden dann zusätzlich noch Frontfills bauen, sobald die Bühne fertig ist, mit nochmal 2x4 Sequenzer 10. Um den Frontfill-Bereich, Nahfeldbereich auch noch auffrischen zu können, um die Soundqualität auch in die Mitte zu bringen. Ja, wir haben 2009, als wir hier das erste Mal waren, uns immer überlegt, was können wir tun, um die Bassverteilung so brachial zu gestalten, dass es für diese Goa-Musik funktioniert. Ich habe jedes Jahr versucht, was Neues zu machen. In diesem Jahr haben wir uns entschieden für ein 14x3 Endfire Array mit Kling und Freitag Nomos LT. Das sind alles Doppel-15er, ganz was Spezielles. Und in der Verbindung mit Sequenzer 10 eine sehr große Wucht. Ja. Und durch die Breite des Endfire Arrays können wir den Platz, der ungefähr 80 Meter lang ist, eigentlich sehr gut beschallen. Und so macht das Spaß. Wir haben hier unser Endfire Array. Das sind 14 Schachteln in der Breite. Und auf 3 Linien in die Tiefe, sind also 42 Stück. Wir fangen an, das Ganze einzumessen, indem wir hier die Nulllinie setzen. Das heißt, hier ist Zeit 0. Und alles andere, was vorne kommt, wird auf die Nulllinie zurückdelayed. So haben wir eine Richtwirkung auf dem Platz, mit der wir etwa 300 Meter schaffen. Es ist jetzt etwas Spezielles, weil wir halt sehr viel Platz brauchen. Wir brauchen sehr viele Endstufenkanäle. Ich brauche pro Kiste einen Endstufenkanal. Was halt kostenintensiv ist und stromintensiv ist, aber die gewünschte Wirkung eigentlich bringt, gerade für die Musik Goa, die sehr basslastig produziert ist, können wir das dementsprechend abfedern und können den Platz hier dementsprechend gut beschallen.
Grundsätzlich sind die Schweizer eigentlich sehr restriktiv, was die Lautstärkebegrenzungen angeht. Hier oben wird das allerdings nicht praktiziert. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht derjenige bin, der hier die Leute am ersten Abend wegknallen möchte, sondern ich möchte, dass die Leute 4 Tage Spaß haben und dann auch ohne Hörschaden nach Hause kommen. Das heißt, ich werde mich immer zwischen 98 und 103 dB bewegen, dafür mit viel Bass und mit einem fetten Sound. Ich stehe auf Hi-Fi-Qualität und das ist so mein Markenzeichen. Und das kommt bei den Leuten eigentlich sehr gut an. Wir sind hier in meinem kleinen Reich. Komplette Amp-City, Steuerung der kompletten Anlage. Zum einen mit den ganzen Amps, die hinter mir stehen. Zum anderen mit der kompletten Stromdistribution. Und der ganzen Softwaregeschichte für die Controller, die wir natürlich im großen Stil einsetzen müssen mit so vielen Controllern. Und es ist eigentlich unumgänglich, heute auch ein bisschen IT-Kenntnisse mitzubringen, um das Ganze an den Start zu bekommen. Wir haben 42 Bässe, A3 kW, die werden betrieben mit Hörlstern 20.4 in Kombination mit Kling und Freitag CD44 Systemcontroller. Und wir haben 19 Sequenzer 10 pro Seite, auch die werden getrieben mit Hörlstern 14.4 in Kombination mit Kling und Freitag CD44 Systemcontroller. Und das ist schon eine ganze Macht, die wir hier auf die Leute loslassen könnten, wenn wir wollten. Aber wie gesagt, die Qualität ist entscheidend, nicht die Lautstärke. Also grundsätzlich bekommen wir meistens DJ-Signale. Die werden analog angeliefert auf der Rio 16, werden dann über eine QL1, die ich eigentlich als Matrix verwende, zusammengeführt und werden per Dante wieder zurückgeführt auf das Focusrite D16, mit dem ich die ganzen AES-Ausgänge, respektive AES-Eingänge der Lakes bespiele. Ich wandle also analog auf digital und werde dann vom Focusrite an eigentlich nur noch digital fahren. Das heißt, die Lakes sind eigentlich meine Controller-Einheit für die Entzerrung. Werde das digital weitergeben auf meine kompletten Systemcontroller, auf denen ich das ganze System-Setup mache. Und die ganzen Delay-Zeiten, Laufzeiten, Korrekturen und so weiter, Filterungen mache ich nur auf den Controllern von Kling und Freitag. Und alles, was System-Tuning ist, läuft über die Dolby Lakes. Ich hatte früher auch die Original-System-Racks, damals noch mit Lab FP10000. In der heutigen Leistungsklasse, die wir uns bewegen, bin ich ein großer Fan der Hörlstein-Produkte geworden. Sie klingen sehr gut, sie sind sehr leistungsstark, gerade im Bassbereich. Aber wichtig ist, dass wir die Kling und Freitag CD44 behalten, weil das Produkt wirklich sehr gut ist und die Verteilung darüber einfach sehr gut funktioniert und sie klanglich einfach auch wirklich top sind.